ganz herzlichen Dank an beide Impulsgeber. Ein Parforce-Ritt in 12 Punkten, alle sehr diskussionswürdig. 4 weitere Punkte, etwas anders skaliert von den Punkten her, würde ich sagen. Die insbesondere die Universität, die Lehre, die Ausbildung in den Mittelpunkt gerückt haben. Ich hatte bereits eine erste Wortmeldung von Ihnen, Herr Schmitz. Bitte, medias in res. Ja, Herr Höttges, die 12 Punkte, die würde ich alle unterschreiben, also 11 davon. Und Sie haben den einen, den ich nicht unterschreiben würde, auch nochmal gesagt. Jetzt müssen Sie uns sagen, welcher das ist. Software siegt über Hardware. Wir brauchen auch gute Hardware. Also das, Sie meinen das in einem anderen Sinne. Aber gerade mit guter Software und guter Hardware kann man richtig gute Produkte bauen. Und es ärgert so, wenn die Hardware schlecht ist. Also ich möchte da auch ganz explizit hier nochmal ermutigen, dass Leute an Hardware arbeiten. Wir sehen so viele Business-Innovationen und dann bricht einem wieder irgendwie der Stecker ab. Ja. Uschi Backes-Gellner, wir sammeln vielleicht mal ein paar Punkte und lassen dann unsere beiden Impulsgeber auch darauf antworten. Ich würde auch gerne einen Punkt von Herrn Höttges aufgreifen, nämlich den Punkt Big Data ist das Ende von Theorie. Das bringt mich genauso auf den Plan, wie Sie der andere Punkt auf den Plan bringt, weil man am Ende natürlich auch ein Konzept haben muss, um die Daten auszuwerten. Man muss Kreativität haben, um die Daten auszuwerten. Man braucht Reflexion, um sinnvolle Muster aus den Daten herauszuholen. Heute Morgen ist der Datenfriedhof erwähnt worden, der möglicherweise auch aus den Big Data entstehen kann. Und da, glaube ich, ist auch eine Rolle der Universitäten, die in Zusammenarbeit mit den Datenproduzenten dann eben helfen müssen, dass die Absolventen darauf vorbereitet sind, dass sie eben mit solchen Big Data Strukturen erkennen können. Und da würde ich gerne noch auf einen Punkt zurückkommen von Herrn Prettl. Was machen die Universitäten, wenn es denn jetzt zunehmend MOOCs gibt und wenn man die MOOCs einfach zusammenfassen kann, am Ende dort einfach einen Abschluss verleihen kann, ja, dann müssen die Universitäten natürlich ausführlicher im Vorfeld darüber nachdenken, was jetzt noch der Unique Selling Point der Universität sein könnte. Wir haben uns darüber im EFI-Gutachten letztes Jahr auch ausgelassen. Und eine Richtung, die das nehmen könnte, ist, dass man ja das Massengeschäft vielleicht über die MOOCs bedient, dass man aber sehr viel stärker wieder auf die alte Humboldt-Idee zurückgeht und Forschung und Lehre wieder sehr viel stärker verknüpfen kann, weil man Zeit hat für kleinere Gruppen, Zeit hat für neue Fragen mit den Studierenden zu entwickeln. Und da könnte dann eben auch neue Themen hereinkommen, neue Formen von Kooperation hereinkommen, weil man Kapazitäten eben freigeschaffen hat, die man jetzt sinnvoller nutzen muss, als man das im Moment noch kann. Vielen Dank. Ich habe jetzt auf der Rednerliste Herrn Schlüter, Herrn Jarzombek und Herrn Richter. Danach würde ich erst einmal gerne unseren Impulsgebern die Möglichkeit geben zu antworten. Und wir machen dann weiter. Und Herrn Renn habe ich jetzt ebenfalls aufgenommen. Danke. Ja, ich möchte anschließen an Herrn Höttges. Sie haben eingangs gesagt, wir brauchen nicht mehr Rechnen, Lesen, Schreiben, sondern eine weitere Kulturtechnik, nämlich die digitale Kompetenz. Das führt mich zu unserem Bildungssystem. Müssen wir nicht unser Bildungssystem radikal neu denken, in mehrfacher Hinsicht? Zum einen, was die Curricula angeht, die Curricula an Schulen, an berufsbildenden Schulen, aber auch an Hochschulen, müssen nicht da eigentlich die Grundlagen gelegt werden für viele unterschiedliche Aspekte, einmal für die Individuen, das Lernen, den Umgang mit den digitalen Medien, aber auch die beruflichen Kompetenzen, die sie in den Unternehmen brauchen. Also die erste Frage, brauchen wir nicht eine radikale Umdenkung in den Curricula auf allen Bildungsebenen? Und das zweite Thema ist, brauchen wir nicht auch andere Formen der Kooperation? Herr Prettl hat gesagt, er weiß nicht, wie die Universität in 20 Jahren aussieht. Einige Beispiele, wie sie denn aussehen könnten, hat er in seinem Beitrag geliefert. Das ist nicht nur das, was man in Amerika beobachtet an digitalen Angeboten, sondern nur um zwei Beispiele hier aus der näheren Umgebung zu nennen. Die ETH Lausanne hat mittlerweile über die Hälfte ihrer Studenten nicht mehr in Lausanne, sondern im Ausland. Und in Deutschland gibt es eine neue, nicht akkreditierte Universität, die Kiron-Universität, die mittlerweile 12.000 Geflüchtete zu ihren Studenten zählt. Und beides funktioniert rein online. Müssen wir da, was Sie eher karikierend gesagt haben, nicht noch weiter ausbauen, dass die autonomen Hochschulen nicht abgleiten in Autismus, um das zuzuspitzen?
Also da hänge ich mich sehr gerne gleich dran, weil ich glaube, auch das war der Punkt bei Herrn Höttges, ich stimme den allen zu, aber dem stimme ich noch am meisten zu, dass die Software die Hardware frisst und wir das im Bildungssystem in keiner Weise anerkennen, jedenfalls nicht im schulischen Bildungssystem. Und das halte ich für die zentrale Herausforderung, das Bildungssystem so umzubauen, dass die Selbstverständlichkeit, wie Sie es auch genannt haben, dass Softwaresprachen genauso gelernt werden wie andere naturwissenschaftliche Sachverhalte. Das halte ich für einen absolut elementaren Punkt, wo ich allerdings seit 10, 15 Jahren vollständige Stagnation sehe. Und ich glaube, hier braucht man wirklich einen radikalen Schnitt, weil mit diesem Bildungssystem, wie es jetzt aufgehängt ist, ich halte das für vollständig innovationsresistent. Und wir laufen hier in einen sicheren Abgrund. Mein zweiter Punkt ist die Frage, wir diskutieren das, bietet sich für den Forschungsgipfel ja auch an, auf einem sehr akademischen Niveau, was Hochschulen betrifft. Ich glaube, die Herausforderung der Disruption wird aber auch die sein, wenn diese Thesen stimmen sollten, dass die Hälfte der Arbeitsplätze in den nächsten 10, 20 Jahren so sich radikal verändern. Wie kriege ich denn sowas wie MOOCs auch unter diejenigen, die eine duale Ausbildung gemacht haben? Und das Thema duale Ausbildung finde ich ohnehin einen sehr spannenden Punkt, der momentan hier überhaupt noch keine Rolle spielt bei diesen ganzen Weiterqualifizierungs- und Online-Instrumenten. Und ich glaube, das ist doch die zentrale deutsche Stärke. Zu Recht wurde gesagt, man muss seine eigene Domäne identifizieren. Und ich glaube, eine zentrale Domäne Deutschlands ist diese duale Ausbildung und die Angliederung an die Praxis. Und ich glaube, das könnte für die Wissenschaft ein Riesending sein, wenn man sowas denken würde wie duale Ausbildung von Open Online Courses mit Unternehmen, die das begleiten, die ein praktisches, vielleicht auch ein Hands-on bringen. Und die Frage, wie schaffe ich Anreizmodelle, dass vielleicht im Handwerksbetrieb oder auch da, wo Verkäufer an der Kasse stehen oder heute, fragen Sie mal, ich habe mal einen Taxifahrer gefragt, was machen Sie eigentlich in 10 Jahren? War eine interessante Antwort, wo er sagt, ja, irgendwas anderes machen, notfalls mache ich dies und das, keine Ahnung. Und ich glaube, hier Anreizsysteme zu schaffen in der Breite mit dualer Bildung auf solche MOOCs und Weiterqualifizierung, das erscheint mir ein ganz wesentlicher Punkt. Ich möchte einen Punkt von Herrn Höttges aufgreifen. Sie sagten, die Produktionsmittel seien so frei verfügbar, wie sie es noch nie waren. Ich stimme Ihnen in quasi allen Bereichen zu, außer in einem zentralen Produktionsmittel, und das sind Daten. Diese stehen eben leider nicht frei zur Verfügung. Und ich halte das für eine der zentralen Forderungen. Gerne wird über Daten als Rohstoff gesprochen. Das halte ich für ein falsches Bild. Wertstoff ist das eigentliche Bild, das wir verwenden sollten, meines Erachtens. Wir sollten Daten als eine der zentralen Grundlagenprodukte begreifen. Und da wendet sich natürlich die Forderung ganz klar an einen zentralen Datenproduzenten, an wahrscheinlich den größten Datenproduzenten. Und wir reden nicht über Facebook, sondern wir reden über den deutschen Staat. Der Staat produziert enorme Mengen an Daten, die wir alle bezahlen, die wir hier im Raum sitzen, die Unternehmen, die hier repräsentiert sind, bezahlt haben über ihre Steuergelder, auf die wir keinen Zugriff haben. Mit wir meine ich tatsächlich in dem Falle uns alle. Die großen Unternehmen wie die Telekom oder Google haben noch eher die Möglichkeiten, weil sie bestimmte Daten kaufen können. Aber wenn zum Beispiel eine Bürgerinitiative hier in Deutschland aktuelle Wetterdaten haben will, es gibt den Deutschen Wetterdienst, der ist staatlich, wird von meinen Steuergeldern bezahlt, aber selbstverständlich kann ich diese Daten nicht benutzen. Das Gleiche gilt für Budgetdaten, die extrem schwierig für uns auswertbar sind. Das sind nur zwei kleine Bereiche, die zeigen, dass diese zentrale Rohstoff uns nicht, Wertstoff uns nicht zur Verfügung steht. Das zeigt sich ganz dramatisch im gerade veröffentlichten Global Open Data Index, in dem wir von 122 Ländern den Zustand, Status der offenen Daten erfasst haben. Deutschland liegt auf Platz 26. Das alleine ist schon schlimm, wenn man bedenkt, dass in 2014 Deutschland auf Platz 9 stand, dann zeigt das nicht, dass Deutschland weniger offen geworden ist, es zeigt, dass die anderen uns permanent überholen. Und das ist also eine klare Forderung an die Politik, hätte ich auch gerne heute Vormittag mehr dazu gehört. Ich finde die Sonntagsreden und die Bekenntnisse zur Offenheit und Open Data toll, aber ich möchte einen Haushaltsplan sehen, in dem ein Posten steht zu Open Data, und ich möchte, dass die Politik die Daten, die sie produziert, grundsätzlich unter eine freie Lizenz stellt. So, ganz herzlichen Dank. Ich würde jetzt hier gerne unsere Impulsgeber bitten, eine erste Runde von Kommentaren oder Antworten zu geben.
Vielleicht fange ich mal mit dem Thema Datenanalytik an, Frau Gönner. Das Thema, wir hatten uns überlegt, wir haben bei der Firma immer einen April-Scherz, den wir den Mitarbeitern erzählen. Und wir hatten dieses Jahr die Idee zu sagen, wir machen den April-Scherz wie folgt: ein neues Vorstandsmitglied bei der Deutschen Telekom benannt, der erste Computer zieht in den Vorstandsraum ein. Wir haben das dann hinterher gesagt, weil das ist vielleicht dann doch nicht so eine gute Idee, weil es Angst macht. Watson, ja, wahrscheinlich, ja. Nein, aber es ist eindeutig so, dass das Thema, was mache ich mit den Daten und wie werte ich diese Daten aus, das ist das Megathema. Wir haben es heute Morgen schon mal gehört mit Smart Data. Wenn ich mir heute die Firmen anschaue, wie Palantir oder andere, die uns aus dem Valley heraus unterstützen bei der Analytik von den Daten, dann sind das heute, ich sage mal, der Heuhaufen kann nicht groß genug sein für die. Die sagen übrigens auch, wir verstehen euer Geschäftsmodell nicht, ist mir auch vollkommen egal, gib mir die Daten, die du hast, ich kombiniere die mit anderen, die ich mir besorge. Übrigens, es gibt Marktplattformen, wo sie Daten beliebig kaufen können, in der Kombinatorik reinbringen. Wir arbeiten momentan mit der Deutschen Telekom zum Beispiel im Finanzbereich daran, die Prognosen auf Basis von Big Data für unsere Ergebnisse, also die sogenannten Forecasts, rein maschinell automatisch entsprechend zu erzeugen. Also der Controller wird sozusagen substituiert durch künstliche Intelligenz, die Daten analysiert. Hat das Wetter was damit zu tun, ob die Deutsche Telekom gut verkauft oder nicht? Die Fragen werden momentan übrigens nicht Algorithmus oder kausal getrieben, sondern rein entsprechend, welche Daten sind gerade verfügbar. Und vor dem Hintergrund ist die Big Data siegt über die Theorie für uns schon, weil wir sagen, wir versuchen das jetzt einfach mal. Gucken was raus. Würden wir uns da direkt drauf verlassen? Bestimmt nicht. Aber wir brauchen jetzt, ich sag mal, neue Experimente mit den Daten, was wir damit machen können, um bestimmte kundengetriebene Themen und andere Sachen zu analysieren. Zweitens, die gesamte Datenanalytik, die wir brauchen, um diese Daten auszuwerten, und es gibt bei uns in der Telekom sehr viele Bereiche. Wie kann ich Kapazitätsplanung in unserem Mobilfunk- und Festnetz machen? Wo entstehen Engpässe? Wo bricht bei Facebook ein Account ab? Wo ist die Verbindung schlecht gewesen? Wo ist sie gut gewesen? Wo baue ich meine Investitionen hin? Machen wir heute mit Big Data. Übrigens, wir kombinieren das mit Daten von externen Unternehmen, die unsere Dienste nutzen, um besser rauszubekommen. Die Analytiker dahinter sind in der Regel Fremdfirmen. Und in der Regel sind das nicht deutsche Firmen. Sind in der Regel amerikanische und israelische Firmen, gerade die Israelis sind gerade in dem Bereich Analytics, sind die extrem stark aufgetreten. Da sage ich, da brauchen wir Hochschulen, die diese Leute ausbilden. Ich glaube, die Universität Ulm ist eine, die in diesem Gefällt ein gutes Renommee hat, aber es gibt zu wenig davon. Das heißt, auch da die Empfehlung an der Hochschule, mehr Leute in diesem Bereich auszubilden, würde uns extrem helfen. Zweites Thema. Die Frage, Software siegt über Hardware. Wenn man manchmal sieht, was wir als Start-ups feiern, dann würde ein wirklich guter Entrepreneur sagen, Leute, sowas programmiere ich auf dem Weg im Bus von zu Hause zur Arbeit. Die nächste Plattform, die den Biosaft im Internet distribuiert und dahinter eine Payment-Plattform und eine DHL-Logistik dahinter hat, ist ehrlich gesagt für mich keine besondere Innovation mehr. Und übrigens, die meisten Komponenten für diese Plattform können Sie heute Open Source, können Sie die runterladen und entsprechend zur Verfügung stellen. Deswegen ist es extrem wichtig, diese Rekombination, die existierende Maschinenbaukompetenz, die wir haben, die existierende Prozesskompetenz, die Deutschland hat, in einer neuen Kombinatorik mit Software zusammenzubringen. Dadurch entsteht die neue Wertschöpfung in den Unternehmen. Und ich will jetzt gar nicht zu spezifisch werden, aber Sie können sich das vorstellen. Deswegen, ich glaube, wir sollten auf dem starken Aufbauen, was wir haben, und RWTH Aachen und andere Universitäten sind ja Renommee-Universitäten in der ganzen Welt für dieses Thema, Maschinenbau zum Beispiel, und die Softwarekompetenz sozusagen als Rekombination da reinbringen. Das heißt nicht, dass wir die Hardware vernachlässigen sollen. Das gilt übrigens für die Automobilhersteller genauso. Ich glaube, ein Tesla denkt von Software, während ein Mercedes von Spaltmaß denkt, und beides ist relevant für den Kunden. Aber die Kombinatorik von beiden, die macht es zum Markterfolg. Und der dritte Punkt ist die Frage der Bildungssystematik. Ich scheue mich immer davor, so disruptive Ansätze zu machen, weil in Deutschland funktioniert alles, nur nicht Disruption.
Das ist zu risikoreich für uns, da haben wir Angst vor. Also machen wir lieber kleine Iterationen, hoffentlich ganz viele hintereinander. Aber wenn ich erlebe, was an den Hochschulen passiert, und ich bin jetzt nur Außenstehender, wenn jemand versucht, sein Fachgebiet auf einen Online-Kurs zu stellen, wenn er von der Präsenz weggeht des Hörsaals und sagt, ich mache diese Veranstaltung im Internet und in den Semesterferien mache ich Präsenzveranstaltungen, dann höre ich von vielen, vielen Professoren, die ich im Freundeskreis habe, mein gesamter Kollegenkreis steht auf den Barrikaden, weil sie die Sorge haben, an Bedeutung zu verlieren. Und ich sage, sie werden an Bedeutung verlieren, weil die Disruption wird kommen. Kyocera, Udacity, Singularity sind doch alle schon da. Warum ist nicht wieder mal eine deutsche Universität dabei, dass wir auch mal so ein Leuchtturmprojekt hätten, wie diese großen Universitäten, die jetzt kommen. Die nächste große Welle kommt jetzt im Bildungsbereich aus Amerika in den digitalen Universitäten. Und da muss die deutsche Hochschullandschaft sich neu erfinden. Genauso wie wir uns als Unternehmen neu erfinden müssen. Vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein guter Anknüpfungspunkt. Ja, vielen Dank, sehr guter Anknüpfungspunkt sogar. Vielleicht kann das alles unterschreiben und insbesondere auch den letzten Punkt leider, den ich auch unterschreiben muss, genau was Sie schildern, als jemand, der aus der Praxis in die Universität reinschaut. Ich glaube, vielleicht vorweg, es gibt schon viele gute Denkansätze, genau die Verbindung Humboldtsches Ideal. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz und dann können wir uns ganz neu aufstellen. Nur wie wir uns aufstellen in Zukunft, Ich glaube, das wissen wir einfach noch nicht. Und was dabei wichtig ist, und das ist, glaube ich, mir wichtig, dass man das auch nicht wissen kann. Also ja, ich glaube, dass wir auch im Bildungssystem viel tun müssen. Ich bin dafür jetzt nicht der Experte und ich glaube, dass man mit MOOC sehr gut in die duale Ausbildung reinbringen kann. Man muss es einfach tun. Man muss damit experimentieren. Wir müssen viel, viel mehr experimentieren und einfach mal anfangen und Dinge in Bewegung bringen. Problem dabei ist nur, dass wir natürlich bei allem Experimentieren immer die Frage haben, wie sicher ist denn das Experiment eigentlich am Ende? Denn wenn wir hier darüber reden, dass wir Daten irgendwie zur Verfügung stellen wollen, einfach mal so, dann geht das schon damit los, dass wenn wir jetzt auf edX einen Kurs anbieten, wir sicherstellen müssen, dass es aber im nordrhein-westfälischen Server gehostet wird wegen der Datenschutzrichtlinien. Und da wird es dann relativ schwierig. Und ich finde das eigentlich gar nicht falsch, dass wir Datenschutzrichtlinien haben, weil klar, wir freuen uns über Panama Papers, aber wir würden uns nicht mehr freuen, wenn die Daten aus unserer Gesundheitskarte auch einfach mal so geleakt würden ins Netz. Das wäre zumindest für manche vielleicht nicht schön. Und genau das ist der Moment dann in der Tat, wo man dann mit Online-Kursen anfängt. Und das Interessante ist ja noch, es kommt noch ein ganz lustiger Punkt dazu, wenn man dann einen Online-Kurs macht, weil man sagt, wir brauchen diese 1000 ja nicht mehr im Hörsaal und es ist viel interaktiver, wenn man die Plattformen und die Technologien der Plattformen nutzt, dann hat man trotzdem eine Lehrverpflichtung. Das heißt, sie müssen sich in den Hörsaal stellen und dann müssen sie den Leuten sagen, ihr müsst nicht mehr kommen, ihr könnt gerne kommen, wir können diskutieren. Und das ist nur der Anfang davon. Es gibt Prüfungsordnungen, die haben 3 Prüfungsvorsuche vorgesehen. Und in der Prüfung, und ich empfehle jetzt jedem immer, wenn du beim zweiten durchgefallen bist, mach den dritten online, lass ihn dir anrechnen. Wozu brauchen wir dann noch so eine Regelung der 3 Prüfungsversuche? Also die Gesetzgebung kommt da auch nicht hinterher. Vielen Dank. Ich würde jetzt Herrn Hohlfelder als Vertreter von Google Deutschland, nach deutschem Ermessen sind Sie entweder eine Datenkrake oder Vertreter einer Datenkrake oder, wenn wir mehr im Startup-Umfeld sind, der Holy Grail. Gibt es Unterschiede zwischen den Perspektiven von Herrn Höttges und dem des erfolgreichen Datenunternehmens aus den USA? Die zweite Variante ist mir natürlich deutlich lieber. In der Tat, Google ist wahrscheinlich das größte Startup, was es noch gibt. Wir versuchen natürlich Innovationen und offene Plattformen zu unterstützen, weiter zu tragen. Und Partnerschaft, Kooperation ist was für uns extrem wichtig ist, weil wenn unsere Partner nicht erfolgreich sind, sind wir auch nicht erfolgreich. Ich wollte aber ganz kurz nochmal auf das Thema Software bzw. Hardware zu sprechen kommen zum einen und dann auch nochmal die Bildung ansprechen. Software, Hardware, ich glaube, es geht darum, Computational Thinking den Leuten beizubringen. Und die Schnittstelle zwischen Hardware und Software wird sich verändern. Und es muss nicht jeder Softwareentwickler werden, aber es muss jeder verstehen, was mit Software machbar ist. Und Dinge wie Machine Learning, auch da muss nicht jeder ein Experte sein, aber es muss jeder verstehen, wie ein neuronales Netz funktioniert zum Beispiel.
Und wenn Sie schauen, Herr Höttges, Sie hatten es gesagt, wir haben zu wenig Softwareentwickler in Deutschland. Wir haben jetzt gerade letztes Wochenende in München unser neues Entwicklungszentrum eröffnet, wo wir schon 400 Softwareentwickler haben, in Zukunft Platz für 800. Der Beruf des Softwareentwicklers, des Softwareingenieurs, so nennen wir die Leute. Und Herr Wrobel hat es heute Morgen gesagt, Ingenieure sind Gestalter. Der muss viel attraktiver in Deutschland werden. Die Leute machen sich keine Vorstellung, was für eine tolle Karriere man als Softwareingenieur machen kann. Und bei uns sind es immer noch Programmierer. Ja, die kriegen dann von irgendeinem Produktmanager eine Spezifikation hingelegt, müssen die abprogrammieren. So klingt das in Deutschland. Und das ist es natürlich nicht. Ingenieurskunst muss von unten kommen und Softwareingenieure sind extrem gestalterische Leute. Und deswegen auch noch ein kleiner Punkt zum Thema Bildung. Wir sprechen alle davon, wir müssen komplett das Bildungssystem umschmeißen. Ich glaube, Software oder Informatik als eigenes Schulfach wird extrem schwierig in unserem föderalen System einzuführen. Wir haben die Zeit nicht mehr, ganz ehrlich. Wir müssen auch hier, heute ist das Thema Kooperation in unserem Kreis, über andere Methoden nachdenken. Wir haben zum Beispiel mit der Fraunhofer ein Modell aufgebaut seit ein paar Jahren, Open Roberta, wo wir vor allem Kindern und vor allem jungen Frauen zeigen, wie schön es ist, programmieren zu können in ganz jungem Alter. Das muss nicht ein Unterrichtsfach sein, aber wir müssen eine Kooperation zwischen Bildungseinrichtungen und zum Beispiel so jemand wie Fraunhofer etablieren. Und dann muss es eben außerhalb der regulären Stundenpläne in irgendeiner Form eingebaut werden. Die Kinder haben mächtig Spaß dran, und wenn die einmal verstehen, wie mächtig das ist, wenn man mit Software eine Hardware bewegen kann und was da machbar ist, dann ist es egal nachher, ob die Software oder Hardware machen, aber die haben es verstanden und das ist wichtig für uns. Am Ende ist meine Meinung, dass die Digitalisierung die Demokratisierung der Innovation ist. Das heißt, in dem Moment, wo jemand versteht, was machbar ist per digitaler Software, ist Innovation von jedem Ort dieser Welt machbar. Es fallen viele Barrieren weg. Sie haben es gesagt, die Betriebsmittel braucht man dann nicht mehr teuer bezahlen. Skalierung kommt von alleine. Die Cloud ermöglicht einem, klein anzufangen und radikal schnell hoch zu skalieren, wenn man erfolgreich ist, ohne dass man finanzielle Nachteile hat. Also ich denke, wenn wir da entlang dieser Achsen denken, dann haben wir sehr viel gekonnt. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, es gibt in den USA inzwischen Ausbildungsgänge, die dauern 4 bis 6 Monate zum einem sozusagen erstmal Junior Software Developer. In Polen, in Danzig werden ähnliche Ansätze in Kombination mit der Industrie verfolgt, wo also der Anspruch, es ist ein Wissenschaftler, den wir produzieren, zunächst einmal aufgegeben wird und eine Lücke im Arbeitsmarkt gefüllt wird. Ich darf Sie vielleicht alle informieren, dass alle auf der Rednerliste stehen, mit Ausnahme von Herrn Hacker und Frau van Delden. Das erspart mir jetzt das Durchgehen. Ich komme auf Sie zu, aber es gibt eine rege Nachfrage. Ich darf außerdem darauf hinweisen, bitte im Extended Circle reichen Sie die Zettel, die ausliegen, mit den Fragen ein. Die werden eingesammelt und dann rübergereicht, damit wir das hier in den Gesprächskreis hineinbringen können. Ich wende mich jetzt an Frau Sieber. Frau Sieber, Sie sind an der IESSE in Barcelona tätig. Sie beschäftigen sich mit digitalen Geschäftsmodellen. Sind wir hier auf der richtigen Spur mit der Diskussion? Ja, das nehme ich doch erstmal an. Und was ich eigentlich sehr schön fand beim Herrn Brettl ist, Sie haben vorhin gesagt, ja, der Average Joe, der passt ja gar nicht so richtig in die Digitalisierung rein. Und Herr Höttges, Sie haben gemeint, wir bräuchten mehr Tüftler. Und das ist, was wir es wir auch sehr, sehr stark schon erforscht haben, dass wir eigentlich, wir nennen das immer, wir brauchen mehr Hacker. Ja, denn eigentlich, um also ein Geschäftsmodell umzubauen, kann man ja nicht mit dem gleichen System rangehen, mit dem man also eigentlich groß geworden ist. Man muss ja aus dem System raus und von outside in dann quasi das System neu erobern. Das ist quasi, wie wenn man aus einer Kaffeemaschine einen Toaster machen möchte. Und da, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie sich so weiterentwickeln, dass sie diese Hacker-Qualitäten, jetzt mit einem positiven Hacker natürlich, dass sie diese bekommen und sich dann auch immer wieder mal selbst in Frage stellen. Und da gehören wir natürlich, wir Professoren, ganz, ganz heftig dazu. Wir dozieren ja gerne, wir diskutieren ja eigentlich viel ungerne. Ja, und das kommt dann ja auch alles dazu und auch dann Wirtschaft und Wissenschaft zum Beispiel wird sich ja auch ganz anders verstehen müssen, wenn jetzt plötzlich wir Wissenschaftler müssen jetzt ja nicht mehr ex post analysieren, wir müssen jetzt ja plötzlich Projektionen machen, wenn wir Digitalisierung erforschen wollen, da müssen wir dann ja plötzlich auch Fehler machen.
Und die Fehler, die Execution, die muss ja dann immer wieder die Industrie machen. Und wir können dann, wie glaube ich die Kanzlerin heute Morgen so schön gesagt hat, dann ein bisschen Struktur finden, damit das dann der nächste Fehler nicht mehr so stark ist oder ein bisschen verändert wird, sodass wir ein bisschen agile an das Ganze rangehen. Und das ist, glaube ich, ein Umdenken für alle. Es ist ein Hackerdenken für alle, auch zu denken, dass jetzt auch gerade wir Forscher Fehler machen und Fehler einfach publizieren. Das ist auch mal, ist normalerweise recht kompliziert. Wirtschaft aber auch. Sie müssen ja auch immer mehr Fehler machen, damit man Sachen neu finden kann. Und ich glaube, da sollte man sich überlegen, ob man ein bisschen mehr Hacker-Mentalität generell haben möchte, was dann natürlich beim Datenschutz ganz fürchterlich wird. Aber sollte man vielleicht ein bisschen weiterdenken. Vielen Dank. Herr Tiwari. Ja, vielen Dank. Ich wollte mich anschließen an was Herr Hohlfelder kurz angerissen hat und was Herr Höttges gesagt hat, nämlich das Thema Kooperation und wie Kooperationen in Kombination mit der Digitalisierung zu neuen Innovationen führen, was wir als frugale Innovationen bezeichnen, was so viel wie erschwingliche Exzellenz bedeutet oder Affordable Excellence. Und was passiert hier in unserem Forschungs- und Innovationssystem? Wir kreieren sehr oft sehr komplizierte Lösungen, die dann dem Endkunden vielleicht gar nicht mehr zu vermitteln sind. Zunehmend bei uns hier auch zu Hause in Deutschland, aber auch in den Schwellenländern. Ich habe vor einigen Monaten ein deutsches Unternehmen in Indien besucht. Und ich nenne keinen Namen, aber so ein großer industrieller Produzent von Weißware. Und sie hatten eine große Werbekampagne durchgeführt gehabt und das große Plakat drauf stand, we are mad after our machines, we are Germans. Und ich habe gefragt, wie ist die Kampagne gelaufen? Und er sagte, ja, fragen Sie lieber gar nicht. Also, es ist überhaupt nicht gelaufen, weil der Kunde es gar nicht honoriert, einfach zu sagen, wir sind verrückt nach unseren Maschinen, sondern was kann das Produkt tatsächlich, dass ich mit dem Produkt gewisse Bedürfnisse erfüllen kann und gleichzeitig zu erschwinglichen Preisen, zu erschwinglichen Kosten, die Total Cost of Ownership, das ist, worauf es ankommt. Und da ist auch hier zunehmend der Ressourceneinsatz, diese Share Economy, ist zunehmend wichtig. Und da will ich einen Punkt von Herrn Höttges ansprechen. Sie haben vorhin von Skaleneffekten gesprochen und die sind ja sehr wichtig, gerade bei frugalen Innovationen. Da sehe ich aber auch eine Chance, eine große, eine Riesenchance durch die Digitalisierung, dass wir diesen Druck mindern können, dass auch kleine und mittlere Unternehmen an diesem Trend partizipieren können. Weil bisher fragen uns immer wieder kleinste Unternehmen oder KMU, die sagen, toll, dass es frugale Innovationen gibt, aber wir können gar nicht zu den Preisen oder zu den Kosten mitmachen. Und ich glaube, die Digitalisierung ist da ein sozusagen eigentlich ganz im Gegenteil. Wir haben immer gesagt, wir brauchen große Skaleneffekte, aber möglicherweise haben wir frugale Innovation 2.0, wo wir diesen Druck mindern können. Ja, danke. Ja, ganz herzlichen Dank. Wenn ich das einflechten darf, das rührt ja noch auch an einen anderen Punkt, was wir ja sehen, und das ist für jemanden, der sich mit Innovationsforschung beschäftigt, eine komplette Innovation, dass wir jetzt auch innovative Konzepte aus afrikanischen Ländern, aus asiatischen Ländern bekommen, die sehr frugal entstanden sind, Mobile Payment Konzepte beispielsweise, die wir in unserer Zufriedenheit mit den existierenden, gut funktionierenden Bankprozeduren und dergleichen vielleicht nicht sofort aufgreifen, die in anderen Ländern aber unmittelbar zum Einsatz und unmittelbar auch zum Erfolg kommen. Ich möchte ganz kurz umschalten, bevor wir in der Gesprächsrunde weitermachen. Es gibt eine Frage über Twitter, die ich an den Malte Brettl richte. Brauchen wir mehr Kooperationen von Schulen mit Externen? Könnten Unis, Unternehmen, NGOs nicht innovative Schulprojekte anbieten, zum Beispiel 3D-Projekte für Schüler? Also ich kann nicht dazu Stellung nehmen, ob wir da noch mehr brauchen. Ich glaube, es gibt an vielen Stellen schon Schülerlabore und diese Schülerlabore erfreuen sich großer Beliebtheit, gerade bei den Schülern. Also und gerade natürlich in dem technischen Bereich, wo es so Dinge gibt, die man anfassen kann, wo es so ein bisschen raucht und pufft. Und ich glaube, wenn man da mehr draus machen würde, das wäre etwas, das, wenn ich nur einfach Aachen anschaue, was höhere Resonanz finden würde. Also auch da vielleicht
Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr machen. Es gibt in Großbritannien ein wunderbares Konzept, Raspberry Pi, für 30 Euro ein Kleincomputer. Der ist das Modell für Wettbewerbe für Schüler geworden. Damit wird Digitalisierung, Codierung bis in die letzten Winkel des Landes hineingetragen. Vielleicht könnten wir das auch irgendwo aufgreifen. Vielleicht brauchen wir auch sowas wie Jugendforsch digital oder etwas anderes. Eine Frage über Twitter, die lenke ich weiter an die Kollegin Backes-Gellner. Wie viele der 12.000 Chiron-Studierenden sind aktiv, haben Aufgaben gelöst, Credits erworben? Die Zahl kann sie uns wahrscheinlich nicht sagen, aber sie kann uns wahrscheinlich eine Einschätzung geben, was das bedeutet. Ja, genau, die Zahl kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber ich danke für die Frage, weil mir das die Gelegenheit gibt, etwas richtig oder eine Einschätzung richtig zu stellen, die man normalerweise immer als erste Antwort bekommt. Da sind doch die Dropout-Raten so niedrig und die Leute machen das doch alle gar nicht fertig. Das hängt natürlich auch davon ab, was die Leute überhaupt mit diesen Kursen gewollt haben. An der Stelle kann ich es jetzt nicht beantworten, aber wir haben es an anderer Stelle ausführlich untersucht, zum Beispiel für einen Kurs Wirtschaftsinformatik in deutscher Sprache sogar, nicht in englischer Sprache. Warum sind die gekommen, die den Kurs besucht haben? Was haben sie damit intendiert und was haben sie gemacht? Ein ganz großer Teil kommt, weil sie wissen wollen, was überhaupt Wirtschaftsinformatik ist. Und das bringt mich eben auch zu dem anderen Punkt. Wo bekommen denn unsere Schüler die Information, was Informatik an der Universität ist? Man weiß es nicht. Wo bekommen sie die Information, was Volkswirtschaftslehre oder Maschinenbau oder irgendwas an der Universität ist? Man weiß es nicht. Und anscheinend werden MOOCs auch dazu genutzt, um sich zu informieren, wie denn ein Fach aussieht, was man studieren kann. Die machen das 4-5 Stunden, dann sind sie weg. Eine andere große Gruppe, die wir hatten, Studierende aus dem Ausland, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind, die dann schreiben, wir machen das, wir sind Computerexperten und wir machen das, um das auch noch in deutscher Sprache zu lernen, weil damit öffnet sich uns der deutsche Markt. Am Ende ist es ja doch gut, wenn man auch noch ein bisschen in Deutsch über das Gleiche parlieren kann. Und so könnte ich jetzt mehrere Gründe nennen. Und wenn Sie die dann nehmen, die ernsthaften Abschluss machen wollten und das vergleichen mit dem, ob die das fertig gemacht haben und die die Hausaufgaben gemacht haben, dann sehen Sie, dass es nicht schlechter ist als das, was wir an den Universitäten ansonsten auch haben, wo wir ja auch Dropout-Rates von 30% locker in den Großveranstaltungen produzieren. Also zusammengefasst, man sollte die neue Lösung für irgendwas nicht an dem Anspruch der alten Lösung, genau, ein spezifisches, genau, Problem zu lösen, genau, messen, weil sie wahrscheinlich was anderes tut, was wir so erstmal noch nicht kennen. Genau. Herr Reinhard Cordes hier im Auditorium fragt, könnte der Forschungsgipfel ein Benchmarking-Konzept initiieren, das die internationalen Digitalisierungsexpertisen und Kompetenzen vergleicht und Impulse für neue Entwicklungen in Deutschland gibt? Ich schaue auf Herrn Schlüter. Eine spannende Aufgabe, die natürlich eine ganze Menge Ressourcen voraussetzt. Aber ich glaube, es lohnt, diesen internationalen Vergleich anzustellen, weil wir in der Diskussion ja schon mehrfach gehört haben, wie weit andere Länder sind und was nicht nur die Amerikaner machen, sondern auch andere europäische Länder auf diesem Feld. Wir werden das aufgreifen und gucken, mit welchen Ressourcen man vernünftige Ergebnisse erzielen kann. Ich glaube, Herr Höttges kann dazu etwas sagen und auch gleich die nächste Frage nehmen. Sind IP-Rechte und Patente in der digitalen Welt innovationsfeindlich? Herr Höttges. Ich würde gerne diese zwei Fragen beantworten, nämlich ich würde gerne unsere Diskussion ein bisschen weiter treiben, an der einen oder anderen Stelle noch tiefer zu gehen. Wir haben ja Erfolge. Vor ein paar Jahren war das große Thema MINT und man hat gesagt, keiner will Mathematik oder ingenieurwissenschaftliche oder technische Themen studieren. Was wir sehen, sind steigende Studienzahlen in diesem Bereich. Da hat das Räderwerk gut funktioniert, die Universitäten haben reagiert, die großen Unternehmen haben reagiert mit großem finanziellen Engagement, mit ihren Stiftungen, die Politik hat darauf reagiert und ich glaube auch die gesellschaftliche Attraktivität von Ingenieurberufen hat wieder zugenommen in Deutschland. Das ist gut so. Und man muss ja auch mal das Glas nicht immer nur halb leer sehen, sondern man kann ja auch mal halb voll drauf gucken. Und ich glaube, was wir jetzt tun müssen und auch tun werden, ist das Thema Software jetzt aus den Unternehmensstiftungen heraus viel stärker in den Vordergrund stellen. Das macht jetzt die Deutsche Telekom Stiftung, ich sehe Herrn Fehrenbach da mit der Bosch Stiftung zusammen. Wir haben jetzt die großen Stifter, die sich zusammen engagiert haben, um das Thema Digitalisierung und diese Softwarekompetenz mit Leuchtturmprojekten entsprechend zu belegen, dass Projekte entstehen, die dann hinterher kopiert werden können, skaliert werden können und dergleichen mehr. Ich glaube, das ist jetzt sozusagen der nächste Schritt, den wir gehen und das Problem ist erkannt. Es muss nur noch schneller passieren, dass wir hier auch nicht nur Leuchttürme produzieren, sondern dass wir das auch entsprechend dann überall verankern. Ein wesentlicher Bestandteil sind unsere Schulen.
Und ich meine, ich habe 2 schulpflichtige Kinder und ich sage Ihnen, wenn Sie mal vergleichen, was amerikanische Schulen, gute Schulen in Amerika mit deutschen Schulen gemein haben in der Art der Didaktik, dann ist die Schnittmenge sehr gering. Und wenn ich die Monopole der Schulbuchverlage, und ich sage das mal so kritisch, sehe, die einfach nicht in die Digitalisierung wollen und überhaupt nicht ermöglichen, dass Inhalte cloudbasiert vermittelt werden können, wenn ich die Ausstattung sehe von Schülern an deutschen Schulen, dann frage ich mich, woher soll denn die digitale Kompetenz der nächsten Generation in Deutschland herkommen? Und auch an der Stelle sage ich, wir müssen, und da kann jetzt Kooperationsverbote der Länder oder was auch immer hin oder her, da müssen wir von den Unternehmen, von den Stiftungen, von den Hochschulen heraus drücken, dass sich hier grundlegend was ändert an den Schulen, dass die Vermittlung von Digitalisierung, dass die an den Schulen besser stattfindet. Es ist nicht ein Hardware-Problem, es ist ein Software-Problem und es ist ein Vermittlungsproblem. Und das dritte Thema, was ich nochmal ansagen wollte zu dem Thema Frugale oder Rekombination. Was hat die amerikanischen oder die großen internationalen Digitalisierungsplattformen, gestatten Sie mir, 400 Milliarden Börsenkapitalisierung, Google als Startup zu bezeichnen, finde ich jetzt dann doch etwas untertrieben. Aber Herr Zetsche will da auch wieder hin. Ich glaube, der Begriff ist irgendwo falsch besetzt, aber nichtsdestotrotz, was hat diese Unternehmen so enorm leistungsfähig gemacht? Wir in den großen etablierten Unternehmen haben eine Technologie, haben eine Kompetenz an Bord, die wir iterativ kontinuierlich weiterentwickeln. Das können wir übrigens ganz gut. Dadurch sind wir Produktivitätsweltmeister geworden. Aber wir schaffen es nicht, aus diesem Silo heraus rauszuspringen. Und so kommen die Kundeninnovationen, die wir bringen, irgendwo immer ein Stück weit entlang der Wertschöpfungskette, die wir früher gehabt haben. Design Thinking und das, was die großen amerikanischen Unternehmen so erfolgreich gemacht haben, ist, die haben sich gefragt, was ist das Problem des Kunden? Und dann haben sie gefragt, was ist das Problem des Kunden? Und dann haben sie gefragt, was ist das Problem des Kunden? Und wenn sie das genau verstanden haben, haben sie gesagt, was brauchen wir dafür, um dieses Problem zu lösen? Und da kommt diese Rekombinatorik her, dass man sagt, ich brauche vielleicht ein Know-how, was ich gar nicht im Unternehmen besitze, aber ich kann mit jemandem partnern, ich hole mir das Know-how an Bord und dann fange ich an, ich sage mal, Google ist ja wirklich ein sehr innovatives Unternehmen, dass die Autos auf einmal steuern können oder dass sie Medizintechnik machen. Und das müssen wir lernen. Die Unternehmen müssen das lernen, dass wir uns an den Kundeninteressen ausrichten und nicht an den Skills. Und das müssen auch die Universitäten lernen. Was ist eigentlich das Problem, was wir für die Gesellschaft ausbilden müssen und welche Rekombinatorik brauchen wir eigentlich in unseren Fachbereichen? Also dieses Thema Design Thinking, ich will das jetzt als, nicht als neues Schlagwort etablieren, ist aber meines Erachtens etwas, was wir alle noch viel stärker in den Vordergrund stellen. Und das bringt mich dann zu dem letzten Punkt, ziviler Ungehorsam. Wir hatten eben die Borderline diskutiert. Wenn Sie mit Unternehmen von erfolgreichen großen Startups oder großen Unternehmen reden, dann sagen die immer, ich muss gegen Gesetze verstoßen, ich muss provozieren, weil ich es im Sinne meines Kunden nutzen tue. Und die Gesetze beschützen die etablierten Strukturen, aber nicht das, was ich im Endeffekt erfinden will. Und das ist natürlich eine Diskussion, die uns Deutschen sehr, sehr schwer fällt. Also da haben wir ja Angst vor. Also wir sind so fokussiert darauf, dass wir alles einhalten, dass wir natürlich enorm viel Innovationskraft dadurch verlieren, dass wir uns gar nicht in diese Gebiete reintrauen. Jetzt wollte ich doch noch die IP-Frage stellen, Herr Höttges. Ich glaube, dass Patente und die Patentstreitigkeiten, die es ja momentan gibt, gerade auch in der Telekommunikationsindustrie, durchaus innovationshemmend sein können. Ich bin aber ambivalent an der Stelle, weil wenn Sie sehen, was die Forschungsaufwendungen, wenn die die Kapitalintensität für bestimmte Entwicklungen sehen, dann frage ich mich, wie Unternehmen ihre Wertschöpfungsmodelle reamortisieren sollen, wenn alles Know-how sofort sozialisiert wird. Vor dem Hintergrund tue ich mich da ein bisschen schwer mit. Ich bin mehr der Meinung, dass wir uns nicht abhängig machen können von Monopolen wie Google, die auf einem enormen Datenschatz sitzen, sondern versuchen müssen, unsere Daten entsprechend zum Beispiel alternativ zu nutzen. Wieso darf ich meine Telekommunikationsdaten nicht anonymisiert, ich sag mal, Verkehrsbetrieben oder anderen zur Verfügung stellen? Warum ist mein Gesetz asymmetrisch zu der Gesetzgebung, wie Google die Daten verwendet? Ich glaube, wir müssen an der Stelle flexibler werden, Alternativen schaffen,
anstatt irgendwo, ich sag mal, immer nur alle auf den gleichen zuzustürzen, weil das macht uns alle enorm abhängig dann von den zentralen Datenbanken oder Plattformen, die es hier gibt. Vielen Dank. Die nächsten drei auf der Liste wären jetzt Herr Hüttel, Herr Schütte und Herr Renn. Herr Hüttel. Ja, gerne. Ich würde noch mal ansetzen an dem Thema Rekombination oder Kombination. Die Kanzlerin hatte heute Morgen weitere Aspekte benannt. Neben der IT oder auch dem Thema Kommunikation, das ist ja wirklich revolutionär. Das haben wir jetzt diskutiert, Digitalisierung, welche Optionen es gibt. Wenn man jetzt einen anderen Strang mit betrachtet, nämlich das, was im biologischen Bereich möglich ist, dann läuft da genauso eine Revolution ab, nämlich hin zu einer Art künstliches Leben. Also wir sind in der Lage, bestimmte Teile inzwischen künstlich sozusagen herzustellen. Und wenn man sieht, was mit neuen Methoden der Biotechnologie möglich ist, dem Genome Editing. Und wenn man weiterdenkt, laufen diese beiden Stränge irgendwo zusammen am Ende des Tages. Wir werden digitale Systeme mit biologischen, synthetischen biologischen Systemen verbinden können. Das ist nicht nur das Thema Mensch-Maschine, sondern eben künstliches Leben und digitale virtuelle Situationen. Und wenn das so ist, dann ist die Frage, ich gehe jetzt wirklich einen Schritt weiter, wo stehen wir da? Und da spielt jetzt das Thema IT wieder indirekt rein, weil nämlich IT auch einen Effekt hat in der Art, wie wir kommunizieren aus der Wissenschaft in die Öffentlichkeit. Sie haben mehrfach das Thema Angst benannt, weil wir nicht bereit sind, bestimmte Technologien zu akzeptieren. Woran das auch immer liegen mag, aber das hemmt diesen zweiten Strang ganz gewaltig in Deutschland. Wir haben an sich von der Grundlagenforschung das Know-how und ich sehe mehr und mehr diese Verknüpfungen, die kommen werden, die eben nochmal auch eine Revolution auslösen in der Verbindung dieser beiden, also ihre Rekombinatorik oder Kombination. Und dazu brauchen wir eben auch neue Ansätze im Thema der Kommunikation. Wie kriegen wir diese interessanten Aspekte so vermittelt, dass wir die Gesellschaft mitnehmen? Das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Thema, also Akzeptanz, Akzeptabilität, das sozusagen durch die neuen Formen der Kommunikation an der Stelle eher behindert wird, weil die konventionellen Businessmodelle, Werbung in den Printmedien, in den konventionellen nicht laufen und die neuen Medien nicht so qualitätsgesichert sind und nicht die Möglichkeiten haben im Moment, die wir brauchen, um wirklich in die Breite zu wirken. Das ist sehr individuell, sehr unterschiedlich. Und das ist sozusagen mein Punkt, den ich gerne bei Ihnen mit verankern möchte, dass wir, das ist ja die Aufgabe der Forschung und der Wissenschaft, Sie haben vorhin gesagt, Herr Brettl, ex post, natürlich, das ist der einfache Weg, aber wir wollen ja auch ein bisschen ex ante, ein bisschen nach vorne schauen und das zeichnet sich einfach ab. Und da ist eben mein Petitum, dass wir neben all den Akteuren, die wir jetzt angesprochen haben, die Hochschulen, die Unternehmen, auch die Gesellschaft im Blick haben. Dieses Thema Akzeptanz, Akzeptabilität ist zentral, gerade auch vielleicht in einer alternden Gesellschaft, diesen nächsten Schritt zu machen, der enormes Potenzial hat, das über das hinausgeht, was wir jetzt sozusagen nur im Kontext Digitalisierung sprechen. Den Input wollte ich machen und dazu ist natürlich Humboldt wichtig, nämlich da reicht es nicht, einfach nur Wissen zu vermitteln mit allen tollen Möglichkeiten, auch der Interaktion, die wir heute haben mit den MOOCs, sondern da geht es auch um methodische Weiterentwicklung, um wirklich wissenschaftliches Lernen, wissenschaftliches Forschen, Studieren im eigenen Sinne. Und deswegen würde ich schon dafür plädieren, dass man vieles sozusagen outsourcen kann in gewisser Weise. Aber diese zentrale Aufgabe, die geht nicht. Danke. Ich würde direkt anschließen, weil wir in gewisser Weise über Pfadabhängigkeiten reden und darüber, wie kommen wir von Pfadabhängigkeiten weg auf neue Wege. Und ich bin sehr froh über einige jetzt Weiterentwicklungen der Diskussion. Wenn wir über den Bildungsbereich reden, ist Schulbashing sehr opportun, weil alle haben Kinder in Schulen oder Enkelkinder in Schulen und jeder könnte sich ungefähr vorstellen, wie es besser geht. Und gleichzeitig haben wir Generationen von Lehrerinnen und Lehrern, die durchaus mit einem hohen Engagement in ihren Schulstrukturen arbeiten.
Deswegen erster Punkt, ich finde es gut, wenn wir über Impulse reden, die über Stiftungen wie die Telekom-Stiftung, die Bosch-Stiftung in diesen Bereich hineinkommen. Ich möchte noch mal ein Echo zu Ihnen geben, Herr Haarhoff. Ja, Bildung, Jugend forscht, wenn wir Jugend programmiert oder Jugend digital als Wettbewerb initiieren könnten. Das wären also Leuchtturmprojekte, Anreizstrukturen, die wir benötigen. Zweitens, wir brauchen Ähnliches an Hochschulen. Wir haben in den Ingenieurwissenschaften natürlich Maschinenbaufakultäten, die bisher auf etablierte Industrien ausgerichtet waren. Wir müssen auch hier Pfadabhängigkeiten überwinden und schauen, wie können wir da in der Forschung und in der Ausbildung hinkommen zu neuen Modellen. Und wenn ich dann in den öffentlichen Bereich gehe und selber reflektiere, wie ist ein Bundesforschungsministerium aufgestellt? Wir sind natürlich auch aufgestellt an in gewisser Weise traditionellen Formen von Forschung, Forschungsfeldern und Entwicklungsfeldern und müssen auch da immer wieder fragen, wo können wir die Freiräume schaffen, um die potenziellen neuen Nachfrager zu erreichen. Sagen wir, wo haben wir Lichtblicke? Ganz am Anfang ist das Thema duale Berufsausbildung angesprochen worden. Ich glaube, das ist der Bereich, der relativ früh auf auch neue digitale Formen der Wissensvermittlung aufgesetzt hat, weil die transnationalen Unternehmen, die ihre jungen Leute ausbilden mussten, konnten gar nicht anders als relativ früh auf diese Technologien zuzugreifen. Wir starten gerade die überbetrieblichen Bildungsstätten in einem großen Programm noch einmal neu aus mit digitalen Technologien, weil wir sehen, dass es gerade die kleinen, die mittleren Unternehmen sind, die den Sprung in die digitale Welt nicht schaffen oder nicht wagen. Und wenn wir frühzeitig in der Ausbildung hier Voraussetzungen schaffen, dass eine Bereitschaft besteht, dann kommt man, glaube ich, weiter. So, ganz herzlichen Dank, Herr Schütte. Herr Renn. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne doch ein paar Kontrapunkte mal setzen wollen, auch damit wir hier vielleicht in der Diskussion noch etwas vielleicht schärfer bestimmte Dinge ansprechen können. Und ich möchte drei Punkte herausgreifen aus Ihrem Bericht, Herr Höttges, aber auch nochmal das, was in der Diskussion vertieft worden ist. Der erste Punkt ist schon angesprochen worden, ich würde ihn aber nochmal akzentuieren. Je mehr Daten wir haben, desto mehr brauchen wir Theorien. Wenn wir sehr viele Daten haben, ist alles korreliert. Also der Korrelationskoeffizient ist dann im Grunde genommen beliebig und rein mathematisch gesehen wird dann alles letztendlich erklärbar. Von daher ist es umso wichtiger, dass wir gute Theorien haben, weil allein aus den Daten selber wir extrem viele Fehlurteile bekommen können, wenn es nicht darum geht, sozusagen die Stärke oder die Höhe eines Sparschweins sozusagen zu schätzen. Da sind wir bei Crowd Intelligence gut. Zweiter Punkt, der mir wichtig erscheint, ist dieser Skalierungseffekt. Der ist jetzt mehrfach schon angesprochen worden. Aus meiner Sicht ist Digitalisierung genau das, dass wir Produktion, Produkt und Dienstleistungen individualisieren. Das steht nicht dem entgegen, dass wir auch Skaleneffekte nutzen, aber letztendlich wird eigentlich die große Wertschöpfung dadurch entstehen können, dass wir individuelle Produkte so anbieten können, dass sie preislich auch individuelle Vorlieben und Präferenzen abbilden. Das wird ein ganz großes Thema sein und ich denke, ein Zumaß oder ein zu starkes Ausmaß an Standardisierung und Skalierung verkennt eigentlich den Blick für den Markt, der dafür da ist, nämlich genau Dienstleistungen zu individualisieren. Das kennen wir in der Medizin sowieso schon. Wir werden es auch in anderen Bereichen, glaube ich, zunehmend haben. Dritter Punkt, und da sind wir vielleicht am weitesten auseinander, ist die Frage Deregulierung. Wenn wir an die Finanzmärkte denken und vieles andere mehr, haben wir eben festgestellt, dass ein deregulativer Markt durchaus hocheffizient ist und vielleicht auch Dinge manchmal innovativ angeht, aber sehr häufig zulasten der Allgemeinheit. Und Regulation ist ja nicht so etwas, dass der Staat sozusagen den Menschen ärgern wollen, sondern es ist dafür da, dass Dinge, die nicht über den Effizienzmechanismus abbildbar sind, auch in eine gesellschaftliche kollektive Bilanz eingebaut werden können. Das sind Umweltbelastungen, das sind soziale Fragen, das ist die Frage zunehmender Ungleichheit, alle die Dinge, die uns sozial belasten. Und da würde ich genau das Gegenteil von dem sagen, was Sie anfangs gesagt haben, aber das, was Sie später nochmal wiederholt haben. Wir müssen problemorientiert arbeiten. Und Probleme sind selten einskalierig. Die sind auch selten eindimensional. Und Regulierung kann helfen, die Mehrdimensionalität von Problemlösungen darzulegen. Und gerade wenn man in den USA fährt, höre ich immer wieder, dass sie sagen, vielfach sind die Sensibilitäten, die wir hier in Deutschland haben,
auch innovationsfördernd gewesen. Selbst für Firmen in den USA, weil sie gemerkt haben, da sind Präferenzen, da haben wir auch soziale und kollektive Probleme, die wir angehen müssen, und dafür brauchen wir Lösungen. Letzter Punkt ist nochmal die Frage der Bildung. Und auch da hatte ich ja eine Diskussion, Sie haben es da sehr zugespitzt. Ich bin froh zunächst mal, wenn meine Studenten rechnen, lesen, schreiben können. Also das soll man zunächst einmal auch mal festhalten. Ich kann mich nur erinnern, gerade anderthalb Wochen her, da hatte ich wieder mal so eine Hausarbeit mit 98 Schreibfehlern drin und Kommas sozusagen wild versetzt und alles war sozusagen auch nicht richtig geordnet. Und als ich dann den jungen Herrn vor mir hatte und mit ihm das sozusagen diskutierte, sagte er, lieber Herr Renn, ganz treuherzig, ich kann aber Java. Und das nützt dann auch nichts, ja. Also von daher denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir die Grundkompetenzen nicht sozusagen zur Seite schieben. Die sind ganz, ganz wesentlich und ohne die passiert alles nichts. Dennoch würde ich Ihnen recht geben, was wir brauchen, sind zwei Dinge. Und da, glaube ich, sollten wir vielleicht nicht das Schulsystem völlig reformieren. Sie sagen, die amerikanischen Schulen sind gut, ich habe da gelehrt, ich habe meine Kinder in Amerika. So toll sind die amerikanischen Schulen nicht, es sei denn, sie sind eine Elite-Schule, wo sie dann 40.000 Euro zahlen, dann ist es auch einfacher. Aber, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir so etwas wie eine digitale Literacy hinbekommen. Digital Literacy heißt, dass wir eine Perspektive haben, dass Menschen dieses als ein Element sehen, das ihr Leben, ihre Kultur, ihren Alltag bestimmen wird und jetzt schon bestimmt. Das hilft dann auch nachher Kompetenz zur Entwicklung und später Talentförderung zu machen. Aber zunächst mal ist die Literacy, das ist wesentlich. Ich glaube nicht, dass wir deswegen das ganze Schulcurriculum umschreiben müssen. Die sind so schlecht gar nicht und die Lehrer stöhnen auch darunter, dass dauernd die Curricula umgeschrieben werden, ist nicht immer das Richtige. Und dann letzter Punkt, Universitäten, MOOC, das war ja auch so ein bisschen spaßig. Wir brauchen nur noch einen Mathematiklehrer und der macht dann das dann alles über Internet. Ich kann Ihnen sagen, da wird die Mathematikkompetenz in Deutschland überall sehr zurückgehen. Denn alle unsere Bildungsevaluationen zeigen eins ganz deutlich, der wichtigste Faktor für eine erfolgreiche Bildung ist die Begegnung zwischen Lehrenden und Lernenden. Das ist der wichtigste Faktor. Nicht die Didaktik, nicht die Methodik, nicht sozusagen die Reputation. Es ist in der Tat die Begegnung. Natürlich, und da ist der Punkt, wo ich sehe, dass gerade Online-Studiengänge so wichtig sind. Sie ermöglichen es gerade Universitäten von Massenveranstaltungen wegzukommen, dass eben die Lehrenden Möglichkeit haben, in kleinen Gruppen dann mit den Studierenden zusammenzukommen. Ich bin an vielen Online-Studiengängen selbst beteiligt, unter anderem auch in Lausanne an der ETH dort, also der Französischsprachigen. Ich brauche mehr Zeit als mit meinen herkömmlichen Studiengängen. Warum? Weil die Studierenden ausgehen davon, dass sie auch individuell betreut werden, wenn sie Probleme haben. Das kostet Zeit. Aber ich sehe auch, dass insgesamt der Erfolg besser wird. Also von daher so die Angst, sozusagen, wir machen uns alle überflüssig an den Hochschulen, wenn wir plötzlich MOOC machen, habe ich nicht. Im Gegenteil. Und wir sollten deutlich sein, dass die Begegnung immer noch das wichtigste Element ist. Und da kann uns sozusagen online und das Virtuelle sehr unterstützen. Das sollte es auch sein, aber nicht ersetzen. Herr Renn, ganz herzlichen Dank auch für die Kontrapunkte. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob der Letzte hier nicht zustimmungsfähig ist, unter allen, dass die Begegnungen nach wie vor die wichtigsten sind. Ich habe jetzt erstens eine Zeitüberschreitung zu verkünden, aber damit werde ich so verfahren, wie man im Silicon Valley damit umgeht. Ich frage jetzt nicht um Erlaubnis, sondern hinterher bitte ich um Vergebung. Ich habe außerdem eine Meldung aus dem Auditorium und dann noch drei Redner hier aus dem Kreise, die ich auch noch zu Worte kommen lassen möchte. Ich bitte Sie also, stellen Sie sich auf ein Überziehen ein. Und ich bitte jetzt unsere Sprecherin aus dem externen Kreis in Ihre Frage. Und wenn Sie Ihre Frage bitte an konkret und eine Person richten könnten, dann würde das... Das ist unglücklich, denn ich wollte nur zwei kurze Punkte machen, die sich so ein bisschen an die Grundlagen richten. Der erste Punkt ist, kurz noch Speaker, ich bin gleich in der Runde dabei und bin Juristin und fühle mich jetzt doch auf den Plan gerufen, das Recht ein wenig zu verteidigen und insofern passt es zu Herrn Renns Überlegungen. Das erste ist, ich warne davor, den Rechtsstaat so schnell auszuschütten und ob das nicht möglicherweise das Kind mit dem Bade ausgeschüttet ist. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wenn etwas Recht ist, das in Deutschland in der Regel auch durchgesetzt wird. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor für Innovation. Und da kann ich jetzt auch nur x-beliebige Studien nicht zitieren, die genau das eben belegen, dass eines der zentralen
Elemente für eine erfolgreiche Wirtschaft und erfolgreiches Wirtschaften die Verlässlichkeit des dahinterstehenden Rechtssystems ist. Deswegen finde ich Argumente aller, das Recht ist ein dauernder Hindernisblock, ganz gefährlich. Das ändert nichts daran, dass man darüber reden kann, es an bestimmten Stellen zu verändern. Und Uber beispielsweise hat sich gezielt, weil das auch immer so kommt, als Share Economy etc., Uber hat sich gezielt den Versuchen der zuständigen Landesbehörde entzogen, darüber zu sprechen, ob sie konzessionsfähig sind. Zweiter Punkt, den ich noch machen möchte, eigentlich heißt es ja Kooperationen und das Überthema hier. Recht ist ganz wichtig, um Kooperationen anzuleiten und möglich zu machen. Denn bei Kooperationen, Herr Höttges hat darauf verwiesen, geht es ganz viel darum, zu verteilen, Arbeit zu verteilen, aber eben auch Ergebnisse, Konsequenzen, Risiken, positive Effekte zu verteilen. Und das ist etwas, was Recht anleitet und wofür es Standards bietet. Und insofern ist Recht nicht nur eine Bremse im ganzen Prozess. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, auch der letzte Satz ist konsensfähig, aber ich weiß, darf oder nehme heraus, darauf hinzuweisen, dass Recht natürlich auch historisch gewachsen ist und unser Urheberrecht beispielsweise ist für gedruckte Produkte gemacht, nicht für digitale Produkte. Also wir müssen da rational, ist glaube ich der Begriff gewesen, daran arbeiten. Der nächste Sprecher ist Herr Buck. Ja, danke schön. Ich wollte mich noch mal etwas kritischer mit diesem Begriff Big Data auseinandersetzen. Auf der einen Seite haben Sie gesagt, Herr Höttges, wer digitalisiert, produziert. Wir haben auch gehört, diese vielen produzierten Daten, die liegen teilweise da und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie werten wir diese Daten denn aus? Auf der anderen Seite habe ich auch gehört von der Hochschulseite, das sind zwar viele Daten, aber wir haben eigentlich gar keinen Zugriff auf diese Daten. Also müssen wir uns doch mal fragen, was ist es eigentlich mit diesen Big Data und was müssen wir dort tun, um diesen Knoten irgendwie zu lösen? Ich denke, diese Big Data, wie die wir immer nennen, sind immer Data, die auf eine Cloud beschränkt sind. Das heißt, wir haben einen Google, der hat in seinem Datenraum viele Daten. Wir haben eine Telekom, die hat eine Cloud, da sind viele Daten drin entsprechend. Wenn wir auch von Big Data sprechen, dann können wir doch nicht damit zufrieden sein, wenn diese Daten, diese Big Data zersplittert sind in viele verschiedene Clouds. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Also ich als Nutzer, Sie haben ja gesagt, man muss sich damit auseinandersetzen, was will denn der Nutzer? Ich will eigentlich was ganz Einfaches. Ich habe in meinem Telefon habe ich alle meine Termine drin. Wenn ich mich in ein beliebiges Auto reinsetze, möchte ich eigentlich, dass das Navigationssystem automatisch mir sagt, wie ich da hinkomme. Aber alleine das bekommen wir ja nicht hin. Wir bekommen es nicht hin, dass dieses einfache Datum, Termin und Ort, dass das automatisch in jedes beliebige Auto reingeht. Warum nicht? Das Problem sind ja an der Stelle die Frage, wie sind diese Daten standardisiert? Sind diese Datenformate standardisiert? Und ist die Semantik dieser Daten standardisiert? Wenn wir das hinbekommen würden, dass wir die ganzen Daten nach einem gemeinsamen Standard, also die Datenformate festlegen würden und auch die Semantik der Daten festlegen würden, dann würden wir ja einen großen Datenraum bekommen, also einen logischen Datenraum zumindest, auf den wir alle zugreifen können. Ich mache ein weiteres Beispiel, was vielleicht einfach greifbar ist, wenn ich jetzt ein Fahrzeug nehme. Ich nehme ein Elektrofahrzeug, das klingt nach Zukunft, und mir vorstelle, dass das Fahrzeug produziert ja auch Daten. Jedes Fahrzeug misst zum Beispiel die Außentemperatur. Es fahren so viele Fahrzeuge außen rum, aber wir greifen zum Beispiel auf diese Daten ja gar nicht zu. Also das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir innerhalb einer Marke zum Beispiel diese Daten vielleicht irgendwo sammeln, dass ich auf dem Smartphone eine App habe, wo ich das abrufen kann. Aber wenn wir uns mal vorstellen würden, wenn wir diese Datenformate und die Semantik dieser Daten standardisiert hätten und die tatsächlich irgendwo sammeln würden, da könnte ich mir vorstellen, dass die Wetterprognose sehr viele Vorteile daraus hätte, weil sie das alles abrufen könnte. Stauprognose, solche Dinge. Wenn wir noch weitere Dinge abrufen würden, wie Ladezustand der Batterie und wo will der hin, dann könnte man das mit einem Smart Grid verbinden, das dann schon eine Prognose abgeben kann, wo geht der wieder ans Netz, wo will der wieder Energie rausziehen aus dem Netz. Was ich damit meine, ist, dass wenn wir als Deutschland wirklich vorankommen wollen, dann müssen wir die Datenformate und die Semantik der Daten standardisieren, sodass dort ein logischer Datenraum entsteht und damit, das fand ich vorhin sehr gut, Innovation demokratisieren können. Weil wenn wir dann erreichen, dass im ländlichen Raum der Nerd auf seiner Couch in der Lage ist, auf diese Daten zuzugreifen und seinem Innovationsdrang freien Lauf zu lassen,
dann haben wir es aus meiner Sicht geschafft. Und dann greifen wir auch auf den Mittelstand zu in Deutschland, der ja unsere Stärke ist in Deutschland. Und ich denke, das müssen wir erreichen, den Mittelstand mit reinholen, Innovation demokratisieren, indem wir den Datenraum zugänglich machen und standardisieren. Vielen Dank, Herr Buck. Herr Keindl. Ja, wir haben ja gehört, wir stehen mitten in der Digitalisierung und ich habe viel gehört heute, was muss die Politik, was muss sich in der Gesellschaft ändern, damit diese Transformation zur Digitalisierung Wirklichkeit wird oder erfolgreich wird in einem Land wie Deutschland. Die Fragestellung, glaube ich, ist aber weniger die, insbesondere für größere Firmen. Wir haben die Telekom gehört, Daimler, Evonik, in meinem Fall jetzt Siemens. Die Frage ist, was kann die Politik für einen tun, sondern was können wir tun als große Unternehmen, die wir eine gewisse Vorbildsfunktion haben. Leute beobachten uns, Konsumenten, aber auch im Business-to-Business-Bereich. Und ich glaube, da ist schon wahnsinnig viel möglich, auch im Rahmen der aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen, hier selber Hand anzulegen, in die Umsetzung zu gehen, selber zu tüfteln. Die Botschaft, die ich eigentlich hier platzieren möchte, ist, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir, auch die Großunternehmen, jetzt hier voranschreiten und nicht warten, bis sich die Rahmenbedingungen geändert haben, weil dann ist der Zug abgefahren. Sondern wir müssen schauen, dass wir hier an vorderster Front sind. Second in line heißt in dem Fall zu verlieren. Sie haben vorhin gesagt, Software über Hardware, dann reden wir über Produkte. Ich würde eigentlich noch einen Schritt weiter gehen, Plattformen über Produkte. Aber wenn Sie sich heute anschauen, die großen erfolgreichen Firmen sind Plattformfirmen. Und wo wir agieren können, ist, solche Plattformen zu schaffen, legalen Datenzugang, jetzt in unserem Fall im Bereich des Gesundheitswesens, zu schaffen, wo man anonymisierte Patientendaten mit gesicherten Datenrechten, Datenschutz, Rechten auch agieren kann, diese Daten aber auch anderen Firmen zur Verfügung zu stellen, um hier den Datenzugang zu schaffen, die Analytik zu ermöglichen, das Datenmanagement zu ermöglichen, aber auch Kommerzialisierungs-, Monetarisierungsmodelle zu ermöglichen, weil dann ziehen sie nämlich auch die kleineren Firmen mit und eventuell mittelständische Firmen und dann können daraus eine gewisse Bewegung werden, natürlich in einem domänenspezifischen Umfeld, weil Sie können es nicht im inhaltsfreien Raum darstellen, sondern Sie müssen Ihre Domäne entsprechend mit einbringen. Und meine Theorie dahinter ist, wenn wir sozusagen die Gummistiefel anziehen und als Vorbildfunktion agieren, Dinge umsetzen, ziehen wir nicht nur kleinere Firmen mit oder dann letztendlich auch in der Partnerschaft mit den Forschungsinstituten oder Universitäten, sondern wir ziehen dann auch interessierte Mitarbeiter an, die sagen, hey, das ist richtig cool für eine Telekom, für einen Google, für einen Siemens oder für einen Daimler zu arbeiten. Und es zieht dann wiederum andere Menschen nach, die dann sagen, hey, vielleicht ist mal interessant, in so ein Thema wie Data Scientist als Studiengang hinein zu investieren, wo wir komplett unterrepräsentiert sind, sicherlich momentan in Deutschland. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Beitrag, den wir auch leisten können, eben hier als Vorbildfunktion voranzugehen und Dinge einfach unter den gegebenen Rahmenbedingungen umzusetzen und nicht nur zu warten, bis sich die Dinge hoffentlich dann in eine bessere Umgebung dann wandeln auch. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt noch Frau Katharina van Delden. InnoSabi, Ihr Unternehmen macht Kooperation die ganze Zeit. Jetzt bringe ich Sie in die unglückliche Situation, dass Sie die letzte Rednerin sind. Ich erwarte noch ein erleuchtendes Kooperationsbeispiel. Ich empfinde das tatsächlich als glückliche Situation. Also Dankeschön. Wenn ich den Tag heute vorbeifliegen lasse, habe ich mitgenommen, Digitalisierung ist in allererster Linie ein sehr menschliches Thema. Ja, es geht gar nicht so sehr um Technologien natürlich auch, aber in allererster Linie haben wir über Mut gesprochen, Dinge zu tun. Und es sind viele Begriffe gefallen wie, wir müssen uns aufstellen wie ein Startup, wir müssen agil handeln, wir müssen sein wie Hacker, wir müssen Tüftler sein. Als Gründerin eines Software-Startups frage ich Sie jetzt mal so ganz ketzerisch in die Runde, wer von Ihnen hat denn schon mal gegründet? Wer von Ihnen kann denn programmieren? Außer Ihnen vielleicht, ja. genau, daher, ich würde jetzt daraus ableiten oder mir anmaßen zu sagen, die Verantwortung für Digitalisierung in Unternehmen und in der Forschung tragen, sind höchstwahrscheinlich größtenteils Menschen, die dieses Erfahrungswissen nicht mitbringen und auch so schnell nicht mehr erlernen werden. Das heißt konkret, wir müssen unsere Diskussionen, die wir heute führen, greifbarer machen, wir müssen sie mehr an Beispielen führen und wir müssen Tools nutzen, die diesen Menschen helfen,
Agilität in Innovationsprozessen zu leben, auch wenn Sie selbst nicht aus dieser agilen Softwareentwicklungswelt kommen. Ich möchte genau das machen und mich auch Ihnen, Herrn Buck, anschließend etwas greifbarer, konkreter zu machen mit Beispielen aus der Unternehmenswelt, aber auch aus der Forschung. Bei den Unternehmen, Herr Höttges, Sie haben viel über Design Thinking gesprochen, sehe ich das exzellent umgesetzt bei beispielsweise der Postbank, die mit dem Postbank-Ideenlabor alle Neuentwicklungen der Postbank mit einer Community von Tausenden von Menschen an Kunden, Nicht-Kunden und auch Zulieferern, Partnern und Mitarbeitern diskutiert. Oder Continental, die sagen, wir entwickeln Steuerungselemente für Trecker und Landmaschinen und die wir eigentlich in einer B2B2C-Kette an Treckerhersteller verkaufen. Aber trotzdem müssen diese natürlich den Anforderungen des Landwirten gerecht werden. Also bauen wir eine Online-Community, um mit den Landwirten gemeinsam Prototypen weiterzuentwickeln, Ideen zu generieren. Da geht es auch viel um Daten. Ja, die Frage, welchen Samen sähe ich bei welchem Wetter, auf welchem Boden und was pflanzt eigentlich mein Nachbar an? Diese Beispiele sind sicher, und Herr Professor Harauf, das erforschen Sie ja nun auch intensiv, in den letzten Jahren zahlreicher geworden, und die Innovationsprozesse großer Unternehmen sind digitaler, offener, kollaborativer, transparenter geworden. Aber ich habe auch ein paar Beispiele in der Forschung gesehen, die ich sehr, sehr spannend halte. Die Open Research Challenge beispielsweise von der FAU Erlangen-Nürnberg, die aktuelle Forschungsthemen aus der FAU ausschreibt, international und zur Kooperation einlädt. So haben Sie beispielsweise Fragestellungen aus der digitalen Forensik oder auch aus Fälschungssicherheit von Banknoten international ausgeschrieben. Es haben Teams aus Mexiko, Australien, Estland mitgemacht und gewonnen und diese Forschungsfragestellungen mit der FAU diskutiert. Was natürlich, und das darf man nicht vergessen, hier auch einen sehr, sehr starken Vermarktungsfokus hat. Ja, auf einmal ist die Region Erlangen-Nürnberg und die Universität attraktiv für internationale Forscher und die Kooperation auch zu Forschungsthemen. Darüber hinaus in der Planung, alle von Ihnen werden das Buch Interaktive Wertschöpfung kennen, was, glaube ich, den Boden bereitet hat für all das, was wir heute besprechen. Und auch das wird in der nächsten Auflage kollaborativ über digitale Plattformen in der Forschungswelt weiterentwickelt und weitergeschrieben werden. Und eine kleine Seitennotiz, ich bin sehr stolz, dass wir als junges deutsches Software-Startup da überall eine Rolle spielen dürfen mit unserer Technologie. Zum Abschluss möchte ich daher aus all dem ein Plädoyer ableiten. Ich möchte sagen, seien Sie wie ein Hacker. Ja, das heißt aber in allererster Linie, kommen Sie ins Doing, machen Sie, setzen Sie um, probieren Sie aus und gehen dabei vielleicht auch mal das Risiko rein, dass Sie Dinge nicht 5-mal vorher diskutiert haben, sondern dadurch, dass Sie einfach mal machen, auch das Risiko, dass Sie es dann falsch machen, größer ist. Aber dafür haben Sie es gemacht. Und das würde mich freuen. Liebe Frau van Delden, ganz herzlichen Dank für diesen sehr positiven und nochmals inspirierenden Ausklang.